Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 die Nacht des Raben. Jo. Oder jau. Und so. Ja, letztes Mal waren wir an der Brücke gestanden, da war Pyrokar. Ist ja gelaufen, es hat geregnet. Und es war ist langsam Nacht geworden. Aber das ist nicht mehr so. Nein. Ich habe jetzt das gemacht, was ich machen wollte. Und da könnt ihr mal sehen, hier oben. Ganz viel Gold. Das werde ich. Das kann ich wahrscheinlich gar nicht mal ausgeben. Das ist so viel Gold habe ich hier. Nehmen wir mal wieder die Klaue. Und dann würde ich mal sagen, dann kann ich auch mal zeigen. Ich habe hier mir auch ein paar Geschwindigkeitstränke geholt. Wie 28. Und jetzt kommt das Beste. Boom! Ich habe 250 Lernpunkte. So, wie viel Stärke haben wir denn? 90. Ich gehe auf 110 und dann nehme ich einfach diese ganzen anderen Sachen da. Moment. Erstmal zum Hafenstart. Sollte ich dann nochmal Lernpunkte brauchen, dann werde ich wahrscheinlich hier... Oh, ich bin Level 52. Dann werde ich hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen leveln. Und ihr fragt, Oskar, wie hast du denn das gemacht? Das habe ich mit der Schattenläuferhörnern gemacht. Wenn man schon sowas rausfindet, dann muss man es auch ausnutzen, würde ich mal sagen. Kannst du mir die, wenn ich noch welche habe? Wenn ich noch welche habe, ja. Und da unten sind die Dietrich. Wieso schreibt er das eigentlich immer ins Tagebuch? Torben kann mir die Fläche verkaufen, steht da wahrscheinlich drin. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Kronstöcke ich habe. 9 Kronstöcke und 4 Drachenwurzeln. Müsste ich mal nachgucken, wo ich noch Drachenwurzeln kriege. Welche Ritz? Ich kenne einige. Das Elixier der Stärke. Ein meisterlicher Trank. Du brauchst die seltenen Drachenwurzeln und Kronstöckel. Wenn du den Sud aufkochst, achte darauf, dass die Bläschen nicht zu groß werden. Sonst erlebst du dein blaues Wunder. Okay. Zeig mir. Hat er eventuell ein wenig Drachenwurzeln? Nee, oder nicht. Schade. Okay. Oh ja, und ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeit. Das darfst du keinem erzählen. Weil ich habe ja genug Zeit, WoW zu spielen, jetzt 2 Monate. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich mein Abo läuft dann am. Oder eher meine Zeit läuft dann am 26.11. aus. Heute müssten wir eigentlich den 28. haben, genau. Ich habe gestern aufgeladen und so. Hey, du! Zeig mir deine Ware. Ich will mal gucken, was der so hat. Der hat nichts gescheit. Der Hakon. Er erzählt alles weiter. Und Zuris, was hast du? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Nur alle Mana-Tränke. Er erzählt alles weiter. Irgendwer muss die Arbeit machen. Also, das ist doch, das geht doch gar nicht. Das weiß doch inzwischen. Das dürfen die nicht haben, also. Ich meine, was wollte ich denn eigentlich noch alles lernen? Es war so vieles, was ich lernen wollte. Gehen wir erstmal zum Großbau. Ach, ja. Ich habe ja einmal geschlafen, während ich hier die Sachen gemacht habe. Dann müsste ich eigentlich hier schon bei Bennett das Auge Enos abholen können. Aber zuvor gehe ich zu Tornloff und gehe mit der Stärke 120. Das war doch schon vorher klar. Ich will. Er ist gerannt, als ob Ilya selbst hinter ihm her wäre. Ich bin ganz deiner Meinung. Das ist doch mal gut. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Hat sich das jemals ändern? Er hat auf die falschen Leute. So. Jetzt habe ich 120 Stärke. Noch mehr Ärger kann ich. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Jetzt kann ich endlich meine ganzen Buffs hier nutzen. Warum er sich so aufregt. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich habe für so etwas keine Zeit. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich habe mir das schon gedacht. Ich werde mich da nicht anrufen. Das ist doch mal. Und das sind die Steintafeln, die wir letztes Mal gefunden haben. Er sich so aufregt. Ich hab was anderes gehört. Ich hätte was anderes gehört.
ersten Mal. Kann man sich nicht drauf verlassen. Das ist doch alles nur Gerede. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wenn ich erwachsen bin, mache ich alles anders. Das hat er doch vorher gewusst. Ich erzähl dir doch nichts. Ist mir gerade so eingefallen, dass diese komischen Werbung. Hey! Auch von, also dieser Kinderriegel-Werbung oder sowas. Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. Warum er sich so aufregt. Okay. Was brauchst du? Erzbrocken. Das war doch klar. Das war doch schon vorher. Ich will mehr. Welche Waffe will. Das ist eine schlimme Sache. Zweihänder, nee, das lasse ich noch. Selbst ist doch da nicht drauf. Soviel ich weiß, brauche ich noch 20 Lernpunkte, um dann auf Dingen zu gehen. Noch mehr. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie heißen sie es nochmal? Moment, ich muss erstmal nochmal nachdenken, was ich jetzt lernen wollte. Ich wollte Armbrust auf, wenn dann auf 50 bringen. Stärke habe ich genug. Taschendiebstahl brauche ich nicht. Bulko-Pinkel an den Baum. Es kommt nur auf die Kraft selbst. Ein paar Waren schmieden, das wollte ich auf jeden Fall noch haben. Und so, aber sonst eigentlich hat gar nichts mehr. Welche Waffen? Nur die Besten. Sieh sie dir doch einfach an. Nur die Besten. Sonst hat er, glaube ich, immer gesagt, nur die Besten. Das hat er wirklich nicht verdient. Da ist er zwei Hände, da ist Runenmacht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Drachenschneide. Ich habe was anderes gehört. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Meinst du, mir geht es besser? Eigentlich habe ich keinen Bock, wirklich immer die ganze Spiel über mit der Klaue zu spielen, aber... Ich erzähl dir doch nichts. Ich habe da meine eigene Meinung. Die Klaue ist einfach gut. Ich habe was anderes gehört. Aber es gibt genug andere Waffen, die besser sind. Da muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Zwei Stärkepunkte zu wenig, okay. Ich werde mich da nicht dazu spielen. Das hat er wirklich nicht verdient. Ich werde jetzt mal mit einer anderen Waffe spielen als mit der Klaue. Mal gucken. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich glauben soll, ja. Erzähl mir nicht. Ich glaub nicht, dass erzähl du mir nicht. Ich mag diese Konversation zwischen den Leuten irgendwie. Da kann man dann immer so viel dazwischen reden und so. Da müssen wir mal ganz kräftig dazwischen hauen. Das will doch keiner mehr hören. Will doch keiner mehr hören. Nom, nom, nom. So, was hatte ich denn vor? Schattenläuferhörner, der Strand im Norden. Genau, da fällt mir ein. Genau, wir könnten ja, also ich könnte jetzt eigentlich, genau, das mache ich jetzt auch. Oh ja, und ich nehme wahrscheinlich jetzt nochmal so bis um 12 oder bis um 1 auf, mal gucken. Je nachdem, wann es bei mir Essen gibt. Ich muss dann eh einen Cut reinmachen. Thank you.
So. Oh ja, und was ich noch dazu sagen wollte, oder was ich eigentlich noch sagen wollte, mit dem WoW. Ihr könnt auch gerne, wie gesagt, mit mir spielen. Mein Realm ist hier Tichondrius, auf dem ich ja spiele. Das habe ich ja schon mal gesagt, in dem Infovideo. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Ja, und dann könnt ihr mit mir eigentlich zusammenspielen, wenn ihr wollt. Und den Server eventuell auch ein bisschen bevölkern. Wenn ihr extra auf den Server kommt. Und ich mache wegen euch jetzt nicht extra einen Char. Ich denke mal, ich werde mir natürlich hier so ein LP-Char machen, wenn hier der Dexter spielt. Dem gebe ich ja dann auch hier den Key, den ich da bekommen habe. Oder den ich mir aus Versehen gekauft habe. Ja. Ich habe dafür insgesamt 45 Euro ausgegeben. Einmal 25 für 2 Monate Dingens hier. Dann 10 für den Key und dann nochmal 10 für Pandaria. Naja. Aber sollt ihr euch... und jetzt kommt nicht mit solchen Sachen. Aber ihr wollt es doch auf dem PC sparen. Das war Geld, was ich mir so hier im Hintergrund noch angespart hatte. Und sowas. Lass ja. mich in Ruhe. Wie der? Lass mich in Ruhe. Wieso will Henry jetzt nicht mit mir reden? Lass mich in Ruhe. Lass mich in... Hey. Ach, auf einmal. Unterrichten. Okay. So, ja, schauen. Oh ja. Cool. Na komm, ich will hier nicht irgendwie die 2 Lernpunkte da rumgurken haben. So, jetzt treffe ich eigentlich auch gut mit der Armbrust. Wenn ich hier noch jemals mit der Armbrust schieße. Auf Bones will ich jetzt nicht schießen. Das war doch schon vorher klar. Ich mal meine Drachenjägerrüstung an. Das ist wirklich nicht mein Problem. Und wo habe ich das jetzt immer gespeichert, als ich da das Tor bin? Okay. Oh nee. Nee, das lasse ich einfach. Ich lasse es einfach, Leute. Bei mir ist gerade so eingefallen. Dass ich hier Armbrustschießen langsam eigentlich gar nicht brauche. Oder so gar nicht mehr. Also zuvor habe ich es ja des Öfteren benutzt. Dann benutze ich es gar nicht mehr. Weil ich bin ja so im Nahkampf und allem. Und irgendwie ist die Armbrust auf meinem Rücken eh immer nur Deko. Naja, aber dann reden wir einfach mal mit Kronos. Lass uns haben. Der hat hier eh wieder neue Ware. Einfach alles verkaufen. Runensteine, die ich nicht brauchen kann, auch einfach kaufen. Das hier einfach kaufen. Ich kaufe einfach irgendwann alles, ja. Zum Canyon. Dann gehe ich nochmal zu meinen Piraten-Bros.
Und mach mal den hinteren Strand da sauber. Meine Piraten-Bros. Wie sich das anhört. Aber na gut. Es sind ja meine Piraten-Bros. Sie sind Piraten und meine Bros. Also von dem her. Jetzt habe ich einen mit meinem Mund ein ungewolltes Geräusch gemacht. Lass mich in Ruhe! Hey, du! Ach so, hinter der Palisade kann ich ihn anreden, aber vor der Palisade kann ich ihn nicht anreden, okay. Der ist ja noch neidisch auf meine Rüstung. Na, Garrett, was hast du? Ich hätte das anders gemacht. Dein Captain Greg, wie ist der so? Er ist ein harter Knochen, kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal was wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Ich hatte mal den Kompass von der königlichen Fregatte mitgehen lassen. Greg, der Mistkerl, hat ihn mir natürlich abgeknüpft. Ha, vermutlich hat er ihn irgendwo verbuddelt, genau wie alle seine anderen Schätze. Ich hab für sowas keine Zeit. Okay. Von mir erfährt keiner, wo könnte Greg den Kompass vergraben haben? Greg sagte mir mal, dass der Tod über meinen Kompass wacht und hat mich ausgelacht. Sonst noch was? An der südlichen Küste gibt es einen Strand, der ist nur über den Seeweg zu erreichen. Greg soll öfter mal dort gewesen sein. Vielleicht findest du da was. Ich hab mich selber schon mal dort umgesehen, aber die Gegend wimmelt von Monstern. Wenn du es wirklich wagen willst, vergiss nicht, eine Hacke mitzunehmen. Meinst du, mir geht es besser? Wo bekommst du deine Waren her? Skip bringt immer eine Menge aus Korinis mit, wenn er rüberfährt. Bis vor kurzem hat er einiges davon direkt an die Banditen verkauft. Aber seit es mit den Banditen Krieg gibt, landet der ganze Kram bei mir. Meinst du, mir geht es besser? Okay. Muss ja auch mal zu den Banditen Zeig gehen. Mir deine... Ich hab was anderes gehört. Wegen der Verteidigung. Schwarze Perle. Naja. Gut, dann säubern wir einfach mal den Strand drüben. Da ist wieder Bones. Irgendwie in jedem Spiel von Piranha Bytes. Oder zumindest diese Sachen, Piranha Bytes hat irgendwie so langsam irgendwie solche Markenzeichen, würde ich mal sagen. Wie beispielsweise hier Jack oder Bones. Weil, nehmen wir hier mal beispielsweise, jetzt mal Risen 2, da gab's ein Bones. Risen 3 gibt's ein Bones. Gothic 2 gibt's ein Bones. Und in so gut wie jedem Teil, außer in Gothic 1, gibt's einen Jack. Und der ist immer Leuchtturmwärter. Nein, nein, nein. Wow, also dass ich das jetzt überlebt habe, ist grenzt schier an ein Wunder. Da ist nichts zu holen. Der Dauerdorst über deinen Kompass. Ich könnte euch auch die Klaue mal verbessern. Habe ich noch nicht gemacht. Mal gucken, wie stark die dann ist. Ach, das war der mit Tod. Okay.
Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Der goldene Kompass. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf den Film ist, aber wer weiß das schon. Speichern wir es mal. Okay, ich kann hier so gut wie nichts sehen. Und das sind Zombies. Ich kann hier so gut wie gar nichts mehr. Ich glaube, lol. Alter. Jetzt geben wir den ab. Da ist auch noch irgendwas. Moment, das ist auch ein Amulett. Okay. Ring. Gold. Gold. Trank und Trank. Was sind jetzt zwei Hände? Ah, Schutz vor Magie. Ah ja. Ah ja, jetzt weiß ich, warum mir der Suchende so, wieder da eigentlich so viel Schaden machen konnte. Und zwar, das Drachenfeuer, das ist ja einfach nur das Feuer von den Drachen, wenn mich so ein Drache angreift. Und das andere, was, und für alles andere mit Feuer und so, da gilt dann wiederum Magie. Ist mir gerade so eingefallen wieder. Krauttabak. Ich mach die Lederbeutel einfach auf, weil ich mag das nicht, aber wenn 10.000 Lederbeutel in meinem Inventar rumfliegen. Hier doch mal hier irgendwo ein Beutel voll Gold. 300 Gold erhalten. Ring gefunden, 50 Gold. Er trägt einen Ring.